politische Islam, wenn man der Frau Schröter zugehört hat, dann muss man zum Schluss kommen, der politische Islam tritt ja auch mit dem Anspruch auf, Leitkultur zu sein. Und zwar in einer Art und Weise von Verbindlichkeit, die uns geradezu fremdartig erscheint. Kann man die Leitkultur des politischen Islam mit der Leitkultur des liberalen Westens gewissermaßen überwältigen, entschärfen oder vereinnahmen, sich einverleiben? Im ersten Schritt muss man sich vergegenwärtigen, was hinter die Idee ist, des politischen Islam oder auch des Islamismus und wo hier der Ansatzpunkt ist. Mhm. Und der Ansatzpunkt ist, dass die Idee besteht, dass am Ende Gott und die Religion über allem steht und alles regeln soll. Gesellschaft, Politik, das Zusammenleben und eben auch in der Politik, in der gesellschaftlichen Ordnung, man sich am Ende auf Gott beruft und auf die religiösen Gesetze. Also es ist eine sehr einengende Sicht auch der Religion des Islam, die hier transportiert wird. Während in Europa seit mehreren Jahrhunderten, seit der Aufklärung, sich das Weltbild durchgesetzt hat, dass der Mensch als Maß der Dinge zählt. Mhm. Und das sind zwei widersprüchliche Konzepte. Und die Islamisten oder Akteure des politischen Islam haben eben damit ein Problem, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, und wir können es an sich ja nicht tolerieren, wenn eine religiöse Gemeinschaft gewissermaßen mit einem politischen und gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch auftritt. Aber das ist ja genau das Ziel des politischen Islam. Sie erforschen den politischen Islam, Sie untersuchen den politischen Islam. Ja, wie müssen wir damit umgehen? Kann man diese Bewegung überhaupt integrieren oder muss man da nicht sagen, Entschuldigung, Leute, die mit diesem Anspruch zu uns kommen, die können wir gar nicht aufnehmen, die können wir auch nicht integrieren. Die wollen sich ja auch nicht integrieren, die wollen uns integrieren. Als erstes ist es sicher wichtig zu wissen, dass es nicht der Islam ist und auch nicht die Muslime, die diese Sichtweisen vertreten, sondern es handelt sich hier um extremistische Strömungen, die versuchen, die eigene Religion und die eigene Religionsgemeinschaft zu vereinnahmen. Also das ist auch, um zu vermeiden, dass wenn wir uns mit diesen Problemstellungen beschäftigen, hier in die Falle zu tappen, eben der Islamisten oder der Akteure des politischen Islam, die das dann ausspielen möchten und sagen, seht ihr, der Westen lehnt euch ab. Mhm. Und das ist auch schon der erste Ansatzpunkt, wie man mit dem Problem umgehen kann. Also man muss sozusagen die Ausstrahlung oder die Bezirzungs- und Verführungskraft dieses politischen Islam, den muss man mal zurückdrängen. Genau, die muss man zurückdrängen. Und das geschieht, indem man sich ganz klar und offen damit auseinandersetzt, was sind die Ziele, welche Bewegungen sind hier mit erfasst, um dann eben auch darauf hinweisen zu können, so wie man das auch im Rechtsextremismus tut. Im Rechtsextremismus haben wir eine sehr klare Haltung, wenn es um Menschenfeindlichkeit geht, um Feindlichkeit gegen LGBTQ-Gruppierungen und genau denselben Maßstab dann auch anlegen, wenn es um Islamismus und politischen Islam geht. Das ist bisher sehr oft nicht der Fall. Eben, was würde denn das konkret bedeuten? Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann würde das ja heißen, dass wenn so eine Gruppierung des politischen Islam auftritt und sagt, so, jetzt manifestieren wir uns öffentlich, dann müsste man einschreiten und sagen, nein, ihr müsst euch an unsere Feiertage halten, an unsere Schulregeln und ihr könnt nicht euer Scharia-Gesetz hier einfach durchsetzen. Wieso passiert das nicht? Wieso setzen wir hier unsere Regeln nicht durch? Wieso lässt man diese Fundamentalisten gewähren? Wir haben in Österreich, in Europa, das Recht auf Religionsfreiheit. Das ist auch eines der Grundrechte und es ermöglicht, dass man seine Religion hier frei auslebt. Und dieses Zögern bei problematischen Sichtweisen, die gegen Grundrechte oder den Rechtsstaat verstoßen, hängt auch damit zusammen, dass es um Religion geht, um Identität. Also es hat doch einen Grund, dass man eher vorsichtig ist, religiöse Rechte von Minderheiten einzuschränken. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen wir klar vermitteln, dass Freiheiten anderer dann nicht eingeschränkt werden dürfen. Mhm. Religionsfreiheit bedeutet nicht nur, dass ich meine Religion frei ausleben darf, das bedeutet auch, dass jemand auch im Islam, der eine andere Meinung hat, eine andere Ansicht, diese frei ausleben kann. Und dabei aber, man darf sich gegenseitig in den Freiheiten nicht einschränken. Mhm. Und auch, dass es in Europa negative Religionsfreiheit gibt. Das heißt, wenn ich nicht möchte, mit Religion in Berührung zu kommen, ist das auch legitim. Ja. Und das muss klar vermittelt werden.
Und Religionsfreiheit bedeutet jetzt in meinem Verständnis, dass jeder Mensch frei ist, das zu glauben, was er glaubt. In diesen Intimbereich darf sich der Staat nicht einmischen. Aber wenn zum Beispiel in einer Kirche der Krieg gepredigt wird oder wenn in einer Moschee gewissermaßen zum Kreuzzug aufgerufen wird gegen die christliche Kultur, dann wäre das jetzt nach meinem Verständnis ein Missbrauch der Religionsfreiheit. Also das würde vermutlich auch nicht toleriert in Österreich, wenn in einer protestantischen Kirche da ein übermotivierter Pfarrer sozusagen zum Kulturkampf gegen die Katholiken aufrufen würde. Ich glaube, da käme irgendwann einmal die Polizei vorbei und würde sagen, Entschuldigung, der Mann muss pensioniert werden. Aber lassen wir hier in den Moscheen einfach radikale Prediger gewähren, die Religionsfreiheit missbrauchen. Was ist Ihre Einschätzung? Dazu wurde eben unter anderem auch die Dokumentationsstelle Politischer Islam eingerichtet vor 4 Jahren, um hier das zu dokumentieren und zu analysieren und darauf hinzuweisen, wenn es problematische Inhalte beispielsweise gibt in Moscheen, wenn es problematische Sichtweisen gibt für einzelne Verbände. Mhm. Und dann kann auch gehandelt werden, ob das jetzt dann die islamische Glaubensgemeinschaft ist, die hier dann Maßnahmen trifft oder eine Behörde. Das ist dann abhängig von der jeweiligen Einschätzung, aber dieses erste Hinsehen und Analysieren und sagen, das geht zu weit, das ist nicht mehr vereinbar mit dem Rechtsstaat, das ist etwas, das unsere Tätigkeit mit umfasst. Wie schnell und wie stark breitet sich dieser politische Islam aus? Ich denke jetzt auch an das Beispiel von Solingen, diese fürchterliche Gewalttat, wo einfach Radikalisierungen stattfinden. Oder wir haben in Belgien, in Frankreich Beispiele gesehen, wo sogar Kinder von Migranten, die eigentlich gut integriert waren, die sind dann plötzlich in diesen Fanatismus hineingesprungen. Ist das sozusagen eine sich ausbreitende Gefahr in Europa oder wird das zum Teil in den Schlagzeilen auch etwas überstilisiert aus politischen Gründen? Wie gefährlich ist das und wo breitet sich das aus? Politischer Islam und Bewegungen des politischen Islam gibt es schon länger. Also eine der ältesten Bewegungen in diesem Bereich, die Muslimbruderschaft, wurde in den 1920ern in Ägypten gegründet. Mhm. Als Gegenbewegung auch zur Säkularisierung, genau, die damals stattfand. Ja. Das heißt, es gibt immer wieder auch so Wellen. Was wir in den letzten Jahren feststellen, ist, dass vor allem auch der Online-Bereich hier ein sehr starkes Mittel ist, das genutzt wird, um problematische Ansichten zu verbreiten. Das heißt, wir sprechen nicht nur von Moscheen, die eventuell hier in den Bereich des politischen Islam hineinfallen können, sondern vor allem sind es sehr oft Akteure auf Social-Media-Plattformen, die gestützt durch die Algorithmen, dann eben ihre Ansichten verbreiten können. Aber ich verstehe Sie richtig, der politische Islam in Österreich, und ich nehme jetzt mal an, stellvertretend für andere Länder, hat Zulauf. Also der gewinnt an Popularität. Wie muss man das einschätzen? Die Popularität erklärt sich damit, dass bewusst Jugendliche angesprochen werden. Aber es nimmt zu. Es nimmt zu, es wird leichter. Auch die Ansprechschwelle ist leichter für die Akteure. Und es werden bewusst junge Menschen angesprochen, ob jetzt mit Zuwanderungsgeschichte oder nicht. Menschen, vor allem junge Menschen, die noch nicht ganz in ihrer Identität gefestigt sind, die eventuell Diskriminierungserfahrungen durchgemacht haben, die das Gefühl auch haben, nicht wirklich akzeptiert zu werden von der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind oder in der sie ankommen. Und das macht es dann sehr leicht. Und ein beschleunigender Faktor der letzten Monate war definitiv der Nahostkonflikt, der hier noch einmal Öl ins Feuer gegossen hat und es für Akteure im Islamismus sehr leicht macht, junge Menschen zu erreichen. Mhm. Was kann man dagegen tun? Was ist die wirksamste Maßnahme, die Sie der Politik empfehlen, um diese bedrohliche Gefahr einzudämmen? Die wirksamste Maßnahme im ersten Schritt ist, sachlich über diese Themen zu sprechen. Was nämlich nicht hilft, ist eine ständige Skandalisierung, die dann nur wieder die Islamisten nutzen, um den jungen Menschen zu sagen, ihr werdet hier abgelehnt. Und im weiteren Schritt Angebote zu schaffen, um zu zeigen, hier in dieser Gesellschaft mit den Freiheitswerten, die wir haben, kann man gut leben und das auch gut zu erklären und auch zu sagen, dass es Grenzen gibt. Die meine Freiheit endet, wo zum Beispiel ihre beginnt. Und das muss sehr klar verständlich vermittelt werden. Gut, jetzt sagt man, das ist die Macht der Kommunikation, der Erklärung. Jetzt könnte man sagen, das ist ja naiv. Diese Leute, die mit solchen Ansprüchen auftreten, die lassen sich nicht durch Worte
besänftigen. Die sind sozusagen polizeilich oder ja, politisch gewissermaßen in Gewahrsam zu nehmen oder vielleicht am besten vielleicht gleich aus dem Land hinaus zu befördern, weil sie ja unsere Gesellschaftsordnung abnehmen. Ist das nicht ein bisschen fast zu zaghaft, um sich diesem Problem zuzuwenden? Wir sprechen vor allem im Präventionsbereich hier, wenn ich meine Kommunikation und diese Werte klar vermitteln, weil eben diese Anziehungskraft von Islamisten sehr, sehr stark ist und es nicht ausreicht, nur mit strafrechtlichen Maßnahmen zu kommen. Man muss weit, weit im Vorhinein ansetzen, damit es gar nicht so weit kommt, dass Jugendliche oder junge Männer zu einer gewaltbereiten Tat schreiten. Das heißt, es geht schon weit, weit im Vorfeld, wie auch die Frau Professor Schröter im Beitrag gemeint hat, um diese Soft Skills, um diesen weichen Bereich, den es einfach im täglichen Miteinander, aber auch im Bildungssystem natürlich abzubilden gilt. Ihre Informationsstelle existiert seit 4 Jahren. Was beobachten Sie da? Fruchten Ihre Aufklärungsarbeiten? Also ist das Problembewusstsein Ihrer Meinung nach jetzt in Österreich ausreichend vorhanden? Oder wird das immer noch etwas verwedelt oder gar hochstilisiert? Was ist da Ihre Diagnose? Meine Feststellung ist, dass unsere Informationen mittlerweile doch auch beachtet werden. Und auch als Beispiel, auch innerhalb der muslimischen Community fruchten, wenn Sie sich nämlich ansehen, wie die Reaktion war nach dem 7. Oktober von muslimischen Verbänden in Deutschland und von jenen in Österreich, da ist ein Unterschied. In Österreich waren die Verbände sehr bemüht, also vor allem die IGGÖ, hier sehr rasch relativ klar zu verurteilen, während man sich bei den deutschen Verbänden schwer getan hat und das auch nur sehr zaghaft und halbherzig geschehen ist. Was ist denn da die Verantwortung dieser muslimischen Verbände? Das ist mir jetzt als Laie, als Beobachter auch schon aufgefallen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass da jetzt von diesen muslimischen Verbänden entschiedenere Verurteilung käme gegenüber eben diesen islamistischen Bestrebungen. Man hat manchmal fast den Eindruck, das wird so etwas auf der sehr kleinen Flamme gekocht gewissermaßen. Was ist da Ihr Eindruck? Stehen diese Organisationen vielleicht auch unter Druck der Islamisten, dass sie sich da nicht so dezidiert äußern? Es gibt Verbände, die im Einzugsbereich mancher Ideologien im politischen Islam sind, ja. Aber es ist auch verständlich, das hört man sehr oft aus der Community, aus den Verbänden, dass man müde ist, sich immer äußern zu müssen. Allerdings gerade eben dieses Äußern, dieses Auftreten gegen die Islamisten, gegen die Extremisten in den eigenen Reihen ist wichtig. Wir sehen das ja auch im Rechtsextremismusbereich. Wenn sich die breite Mehrheit nicht gegen rechtsextremistische Ansichten äußert, dann beginnt das sehr schnell zu kippen. Und daher muss die Forderung sein, auch an die muslimische Community hier klar Position zu beziehen, gegen die extremistischen Positionen. Und wie stark ist eigentlich die Infiltration von solchen Terrororganisationen im Ausland oder auch von Regierungen, die das Ganze anstacheln, die hier sozusagen ja, ihre Zellen platzieren? Es gibt hier einige Akteure, einige sind staatlich. Also die Türkei ist ein gutes Beispiel dafür, wie hier versucht wird, türkischstämmige Muslime in Europa zu beeinflussen im Sinne einer eher doch strengeren Auslegung des Islam. Dasselbe noch viel mehr gilt übrigens auch für den Iran. Aber es gibt auch nichtstaatliche Akteure aus dem Ausland, die versuchen, die muslimischen Communities in Europa unter ihren Einfluss zu bekommen und ihre extremistischen Ansichten weitergehen. Zu nennen wären hier beispielsweise die Hizb ut-Tahrir, die Muslimbruderschaft oder auch andere. Eine letzte Frage, die mir auch schon gestellt wurde, die mir begegnet ist von besorgten Leuten oder auch Leuten, die da schockiert sind über diese Gräuelmeldungen, über die wir auch hier reden. Ich meine, man kann sagen, geschichtlich war ja die Koexistenz zwischen Christen und Muslimen jetzt in Europa eigentlich nie, sagen wir mal, ganz unproblematisch. Es hat viele Konflikte gegeben, viele Kriege und es gibt da doch bei manchen Menschen das Gefühl, ja, diese Koexistenz funktioniert irgendwie nicht. Da würde mich Ihre Eindrücke interessieren. Was würden Sie diesen, sagen wir mal, verzagten, verzweifelten, vielleicht auch empörten sagen? Kann diese Koexistenz funktionieren oder steckt da auch ein bisschen Naivität
falsches Multikulti-Denken drin? Müsste man nicht auch an den Punkt kommen, zu sagen, es gibt halt Kulturen, die nicht so gut miteinander harmonieren können? Da vielleicht noch eine Einschätzung von Ihnen. Ich wäre jetzt in Lara. 10 Jahre lang im Integrationsbereich tätig und das Mantra war damals immer, dass man beispielsweise muslimische Bosniaken sind das Vorzeigebeispiel, wie es funktionieren kann. Das heißt, es gibt durchaus eine Vorstellung von Islam, wenn die sich im europäischen Rechtsrahmen befindet, wo es funktionieren kann, wo dieses Zusammenleben auch funktionieren kann. Die Voraussetzung ist allerdings, dass das demokratische Rechtsstaatmodell anerkannt wird, dass die Gesetze sich eben nicht auf Gott berufen, sondern auf den Menschen und Menschen gemacht sind. Ja. Und wenn die islamistischen Strömungen Überhand gewinnen, darf man skeptisch sein. Das bedeutet allerdings auch, man muss die moderaten Stimmen stärken und auch eine gemäßigte Version des Islam in Europa ermöglichen, weil damit das Zusammenleben gelingen kann. Ja.